Starten wir den ganzen Kram auch. Einen wunderschönen Mittwoch. Es ist genau 24 Stunden her. Da bin ich online gegangen mit euch. Jetzt schon wieder. Wir hatten. Es ist Streamstag. Es ist immer, wenn ich streame, ist Streamstag. Aber der einzig feste Streamstag ist Dienstag. So wie Bumbi Sonntag hat und der Rest ist Almost Daily Grind. Ne? Ach, Leute. 100% Hype. Fred, Bombi, Ingo, Fethrix. Schön, dass ihr euch eingefunden habt. Hallo, liebe anderen Leute, die auch noch irgendwo rüber zuschauen. Schön, dass ihr euch hier eingefunden habt. Wir hatten gestern einen guten Tag. Wir sind gut gestartet mit The Flame and the Flood. War Bombe, denn gestern war Schnaps- und Schraubentag. Scheiße eins, war der gut. Es gab jede Menge Schnaps und es gab jede Menge Schrauben. Wir sind richtig weit gekommen. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf Wölfe auf dem Gewissen. Ha! Die sollen mich nochmal jagen, die Bastarde. Schade, ich hätte ja ganz gerne den Keilerkönig mit platt gemacht, aber da hatte ich nicht genug mit dabei. Ja, das sind ja nicht nur meine Elite-Fans. Ingo, wir sind das Boom-Squad. Jo! Ja. Geiler, steiler. Ich muss mir noch einen Reim für den dritten einfallen lassen. Keiner geht geiler als. Jetzt müsste man geiler oder sowas sagen. Nee, muss man noch was überlegen. Nun gut, auf jeden Fall nach diesem sensationellen Run gestern in The Flame and the Flood sind wir dann ja auf ein anderes Spiel umgestiegen. Keiner ist geiler als Verweiler. Keiner geht steiler als der Verweiler, Verpeiler. Muss man noch, das lässt sich noch optimieren, definitiv. Naja, danach sind wir umgestiegen auf Long Live the Queen. Ich war euch da ja mal wieder im Stream schuldig. Wir sind auch schön weit gekommen. Nur mittlerweile so ab Woche, ich weiß gar nicht, 29 oder so, stellt man fest, dass es die ersten Möglichkeiten gibt, an denen man verrecken kann. Wir haben dezent auch direkt ein paar rausgefunden. Die Schokolade war vergiftet. Duell ablehnen ist im Tod geendet. Duell annehmen ist im Tod geendet. Da haben wir dann noch mal ein bisschen schnell rechtzeitig umgeskillt. Dann sind wir ersoffen und gegen Magie gestorben. Sehr toll. Ich akzeptiere übrigens immer noch nicht, dass wir, also ich will dieses Spiel beenden. Ich will einen Run dadurch haben, der sagt, wir haben es geschafft. Ja? Ich akzeptiere den Tod nicht. Möchte ich nochmal definitiv sagen, das ist skandalös und werde ich auch so nicht dulden. Garantiert nicht. Nun gut. Aber so war es gestern. Es war gut. War ein guter Tag. Bis auf, dass mein Arm danach wieder halb abgedrückt war und mein Kopf wehgetan hat aufgrund der Eindrücke. Was soll das heißen? Haben wir noch ein paar Monate vor uns. Ohne Scheiß. Ich will da nicht mehr als, also vielleicht ein oder maximal zwei Streams, ne? Ich hoffe, dann sind wir da durch. Dann muss es ja mit anderen Sachen auch noch weitergehen. Wir haben noch so viel zu spielen. Wir haben noch so viel Zeit miteinander zu verbringen, liebe Leute. Ach, ich schwör's euch. So einfach ist das nicht. Ne? Wir wollen ja auch noch ein bisschen was erleben. So, heute ist aber mal wieder ein Fred-Gedenktag. Und Fred-Gedenktag heißt, wir spielen ein bisschen RPG. Ne? Und das bedeutet, wenn wir RPG-Schnickschnack spielen, dass wir Evoland weiterspielen. Yeah, Evoland. So viele Games, so wenig Zeit. Silvester tut er das Spiel zu und am 12-Stunden-Stream beenden. Wow, aber zu Silvester wäre extrem unawesome time, weil würde bedeuten, ich habe keine Freunde. Und ich möchte ganz gerne zu Silvester eigentlich voll sein und irgendwo abfeiern und keine Ahnung, mir auf jeden Fall irgendwas feiern. Und ich glaube, für Silvesterpläne ist es jetzt noch etwas früh, oder? Behaupte ich jetzt gerade einfach mal. Na gut, dann zu Weihnachten. Wait. Kann man mal drüber sprechen? Weiß ich noch nicht.
Du hast einen Bumsquad. Das langt doch. Ja, genau. Wir können. Wir machen eine Bumsquad-Party bei Fred und Gunnar. Wir tun einfach direkt die Küche capturen und feiern da wieder. So. Mal schauen, was Fred dazu sagt. Ich weiß es noch nicht. Es ist so helles und schönes Wetter draußen. Können ja bald machen, inklusive Stream. Ohne Scheiß, worauf ich Bock hätte, wäre, wir machen einen, keine Ahnung, wir vernichten uns untereinander bei, haben bald ein Wohnzimmer, geil, wird das dritte Zimmer umgebaut zum Wohnzimmer, wäre ein schöner, schöne Party mit Mario Kart oder Mario Party. Da könnten wir uns dann direkt live auf die Muppe hauen. Das wäre tatsächlich äußerst amüsant, muss ich sagen. Das wäre wirklich awesome. Müsste ich zugeben. So. Nun gut. Aber genug geschnackt, genug gesülzt. Starten wir den Kram mal, weil Evoland wollen wir auch mal weitermachen. Bumsquad-Fan-Treffen in Freds Wohnzimmer. Wupp. Ja, ich glaube, jedes Wohnzimmer ist größer als mein altes Wohnzimmer. Ich meine, mittlerweile, das hier ist ja ein Palast im Verhältnis zu dem, was ich davor hatte. Da war es voll, wenn drei Leute drin waren. Das ist kein Scherz, oder wirklich. Es ist katastrophal gewesen. Aber es war klein, es war niedlich und es war meins. Oh. Seriously? Ich habe vorhin noch gerade dir doofes Stück gesagt, dass du Evoland spielen sollst. Und da hat auch alles funktioniert und jetzt enttäuscht du mich, Spiel? Ach, geht doch. Immer. So, Controller blinkt und sagt, ihr habt's gehört, Windows hat's erkannt. Naja, mich ärgert's, es ist so hell hier, ne? Draußen ist einfach zu schönes Wetter. Ja? Kann das nicht. Kann es nicht am Wochenende sein? Dann, wenn ich Zeit hab. Ne? Das wäre viel besser. Aber wie habt ihr denn Tafat? Wie geht's euch denn? Lass mal hören. Was habt ihr heute Feines gemacht? Hi Zodiac. Alles fit? So. Wir wollten, Evoland, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir waren frisch in die Stadt angekommen. Guck mal, Level 13. 4 Stunden, 47 Minuten spielen wir das Spielchen schon. Aber wenn das so 8 Stunden wären, wäre ich ganz zufrieden. Dann würde mich das auch nicht enttäuschen. So. Oh, ja. Nee, stimmt. Das war mein eigenes Bett. Ich habe ja eine Wohnung hier bekommen. Ach, da haben wir aufgehört das letzte Mal. Genau. Hallo, ja, selbst gut. Jo, ich habe eigentlich einen guten Tag hinter mir. Also, ich hatte gute Laune, weil, ich weiß nicht, hat zwar vielleicht nicht alles arbeitstechnisch gestimmt, aber der soziale Kontakt heute auf der Arbeit, der war sehr gut. Die Tür ist verschlossen, was soll der Scheiß denn? Was muss ich eigentlich heute nochmal machen? Ich habe doch, glaube ich, das letzte Mal irgendwie den Schlüssel von den. Muss mein Inventar. Ich habe doch so einen Schlüssel von den Kindern bekommen. Da, Schlüssel zur Bibliothek. Ohne Scheiß, das sieht aus hier wie die Olle aus Bioshock 3. 1 zu 1. Ich meine, ich kenne die Trailer von Bioshock 3, aber mehr auch nicht. Aber die sieht wirklich so aus. Hübsches Mädchen. Hübsches Mädchen. Bibliothek war hier unten dann anscheinend. Ja. Also, auf zur Biblio. Guck. So. Wup, wup. So. Und dann ein Rad zusammengebastelt. Wie teuer sind denn Fahrräder zurzeit? Würde mich hier mal interessieren. Wir müssen doch mittlerweile auch ein halbes Vermögen kosten. Ach, schön, ja. Der Dekan, willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten. Ja. Na, ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. No. Shit. Ungeil, Fred. Ungeil. Aber geil, dass du mich nebenbei hast laufen lassen. Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. So, was haben wir denn hier schon? Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum? Es juckt, wenn man von einer Mücke gestochen wird, zum Beispiel. Also, es liegt da dran, die Mücke sticht in die Haut und spritzt die in Speichel rein. Der soll erstmal dieses umgebende Gewebe betäuben.
was auch wunderbar funktioniert, damit sie in Ruhe saugen kann und wir den Stich nicht merken weiter. Aber das Problem ist, der Speichel juckt halt nachher. So. Kommt drauf an, meins hatte 700 Euro für ein Fahrrad. Ohne Scheiß, da kannst du dir einen Roller für kaufen, gebraucht. Dann hol dir einen Roller. Dann hast du mehr von als... Naja, gut. 700 Euro für Fahrrad, Alter. In welcher Welt leben wir denn hier? Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichen Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens spreche ich auch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Oh, guck mal an. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magie. Vor allem der Legenden der späten Antike, die sich mit ihren merkwürdigen Kräften befasst. Genau unser Mann. Wir wollen ja wieder zurück in unsere Zeit. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Alles klar, Fred. Helf mir mal. Machen wir mal schnell hier das Studium fertig. Der gute Bambi, der böse Dämon Bambi, nicht zu verwechseln mit dem anderen bösen Dämon, der heißt Bumbi. Es ist nur so, dass... Also, Professor, wir haben es ziemlich eilig und... Wow. Ruhe! Harscher Opa, ey. Nö, kein Roller. Hobby darf was kosten. Gut, mein Hobby heißt Motorrad. Das kostet auch was, aber das macht irgendwie mehr Spaß als Fahrradfahren. Der Dekan, ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch der Autorität des eures Professors unterwerfen. Heil dir, Dekan! Es sei denn, ihr wollt nicht lernen. Oh, oh, nein. Alter, meine Nase juckt. Ich schwör's dir, heute krieg ich voll eine drauf. Nee, kein Roller. Haben wir schon was zu tun? Ah ja, okay, wir sind immer noch dabei. In diesem Fall verschwindet! So, Paulina. Bitte vergebt, Student Bambi, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, im Unterricht beizuwohnen. Vor allem den Lektionen über die Mageliten. Stimmt's, Bambi? Ja, du kannst jetzt aber auch nicht Motorrad mit Fahrrad vergleichen, ne? Also, das hat beides zwei Räder, das war's dann aber auch. Nun ja, da ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forschungskollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Oh shit, das klingt nach Rätseltime. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen. Ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen. Aber vielleicht habt ihr eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Wow. Naja, also wenn du mir sagst, wie ich mit meinem Fahrrad 120 die Autobahn langfahren kann, dann sag mir Bescheid. Oder die Landstraße. Dann wäre ich auch dafür, aber naja gut. Habt ihr alles verstanden? Ja, haben wir. Hervorragend. Chat, ich brauche gleich eure Hilfe. Ne? Irgendwann war Rätseltime, ihr wisst schon. Obwohl ich ja eigentlich in Rätseltime gar nicht so schlecht bin. Schade eigentlich, dass wir noch nicht das aufgenommen haben, als wir damals Portal gespielt haben. Scheiß die Wand an, waren wir gut. Ah, ich hab noch das eine Level vergessen. Nicht vergessen. Wo wir, ich glaube, eine Alternativlösung rausgefunden haben, die so unwahrscheinlich klein war. Das war so gut. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. Okay, hat er nicht gesagt 8 Prüfungen? Erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Das macht Spaß. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über die Mageliten erzählen. Bambi, nun naives Stück. Okay. Guck mal, hier haben wir schon einen. Seid ihr der neue Student? Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebuddelt, mit dem ihr einfach nicht zum Rande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Ja klar, hau rein. Ja, scheiß Straßenverkehr. Ja, das nennt man euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in einem antiken, hieroglyphischen Ruin gefunden. Er hat kein Schloss, nur diese bizarren Tasten mit Symbolen.
Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr das Ding öffnen könntet. Nee, obwohl gerade sein, das kann nicht so schwer sein. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der Goldknopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden? Um den Mechanismus zu entriegeln. Okay, also. Ich habe ja keine Ahnung, ne? Aber ich sehe da, hier sind Pfeile. Oder sehe ich das irgendwie doof? Die sind so Pfeil für mich. Der zeigt nach links, der nach oben, der nach rechts. Das heißt, momentan. Ist das eine Kette? Zack, und dann wird er sie hier wieder aufprallen. Das heißt. Wenn ihr mir helfen wollt, dürft ihr das gerne, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. 3, 2, 2, 2, nee. Also, zumindest verstehe ich das so, dass das Pfeile sind. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Aber dann muss ich ja. Also der einzig letzte ist ja hier die 2, die würde ja darauf gehen. Hoch, links, runter. Und der wird wieder hochgehen. Oder er durchschreitet ihn. Das kann natürlich auch sein. Okay, gehen wir mal davon aus, er würde ihn durchschreiten. 1, 3, 2, der geht durch, 2. Dann wird er hier kommen. Nee, das wäre Sackgasse. Ja, rückwärts tracen. Die Sache ist nur die. Okay, hier, da. Dann wäre der. Rechts, rechts hoch. Rechts runter. Ah, dann wird er den hier passieren. Okay. Ich würde jetzt spontan behaupten, hier die 2, hoch, rechts, hoch, würde den durchkreuzen, den durch, da durch und dann hier. Okay, also die 2 ist es nicht, weil ich habe jetzt gedacht, hier, der geht hoch, da. Hätte auf die 1 oben links getippt. Hier, meinst du? Nee, Fred, auch nicht. Weißt du, anstatt dass der Fuzzi selber auf den Try and Error kommt. Oder gibt es vielleicht eine andere? Vielleicht sind das keine Pfeile? Bin gerade auch. Ja, also es ist halt jetzt gar nicht so einfach. Nee, Moment. Okay. Also wie gesagt, die These scheint schon mal nicht zu funktionieren, dass er durch hier solche Dinger durchgeht. Da ist doch die Frage. Wie funktioniert das dann? Ich meine, was hat die 1, 2, 3 auf sich? Ich sehe nicht wirklich, dass das irgendwas ist. Also wir haben den und den weg. Ich meine, wir hätten noch 6, 12 Versuche, sowas nicht. Die 2 neben dem goldenen. Hier meinst du? Wow, okay, du hast recht. Warum die 2, Fred? Du hattest recht, aber da müsste ich jetzt grübeln, warum. In der Zeit lasse ich Bambi tanzen. Guter Bambi. Das erstaunt mich doch sehr. Oh, jetzt noch Magister. Los, sprich mit mir.
Ihr seid Student. Ja, natürlich. Ihr werdet schon sehen. Optik ist so simpel wie das ABC. Aha. Wenn es euch gelingt, ein paar einfache Aufgaben zu lösen, bekommt ihr von mir meine Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das Rätsel schaffen. Alles klar, stellt euch schon mal auf ein Fail ein. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Optische Optionen. Ein Strahl aus Quelle A muss in der Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt die Spiegel zu dem Strahlpunkt B zu lenken, werden die 6 Kristalle aktiviert. Ach, es müssen alle... Ah, okay, ich kann das hin und her schubsen, wie ich lustig bin. Doch, den würde ich da schon lassen. Okay, sortieren wir erstmal gerade. Machen wir das. Ich habe 3 von jedem, sehe ich das richtig? Ja. Okay. So. Jetzt würde ich den spontan... Nee. Ich habe überlegt, ob ich hier unterbreche. Wenn ich den jetzt hochschicke... Und hier runter... Ja, dann nehmen wir mal Try and Error. Hochschicken... Da habe ich trotzdem das Problem, dass er hier festhängt, ne? Mhm. Okay. Mhm. Das sagst du. Ah, hast recht, ey. So. Technisch brauche ich nur noch 2. Das Problem habe ich halt, wie ihr seht, ich muss tatsächlich hier einen hinlenken. Also das wird nicht das Rätsel sein, dass ich hier vorne direkt am Anfang einen hinstelle. Auch wenn das schön gewesen wäre. Das wird nicht hinhauen. Hm, fertig. Ernsthaft? Ich hasse dich. Hör auf, so einen Schund zu reden. Sagt er bestimmt nur, um mich zu ärgern, oder was? So. Es muss nachher in Lichtquelle B. Das heißt, der letzte muss ja hier irgendwo hin, dass der nach oben geht. Da komme ich schon mal nicht drum rum. Am klügsten wäre ja der hier. Das wäre der klügste von allen. Hier kann ich keinen mehr hinlegen. Ich sehe das schon wieder, ne? Gute Frage. Ich behaupte erstmal ja. Seht ihr schon, das ärgert mich. Jetzt habe ich hier wieder diesen einen. An und für sich ist das ja keine doofe Idee. Ich habe nur diesen einen Block. Und den muss ich eigentlich von unten erwischen. Tue ich das? Ne? Aber... Einfallswinkel, wenn ich den aber auch...
Ne? Schade. Eigentlich ist die Idee gerade auch gut gewesen, aber nope. Ne, ihr seht, ich kann die mehrfach. Hi, DeGeppo. Schön, dass du zuschaust. Wir versuchen gerade, meine grauen Zellen zum Denken zu bringen. Okay. Also, der erste Strahl geht hier hoch. Geht da, dann da, dann da. Und wird hier von der Rückseite wieder dahin geworfen. Und eigentlich bräuchte ich den hier. Die Idee ist eigentlich Bombe. Nur ich krieg dich da oben nicht. Da wirft er zurück. Okay. Ich nehme den hoch. Also, falls jemand noch mithelfen möchte, das hier A, B, C, D, E, F und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin immer noch dafür. Der letzte Strahl. Nee, bringt nichts. Ich behaupte, das ist schon nicht doof. Aber... Fick, ey. Ich krieg dich nicht mehr mit. Das passiert übrigens, wenn ihr euch, wenn ihr Spiele spielt, auf die ihr nicht vorbereitet seid. Nur mal gerade zum Voraussagen. Ja, okay, komm, damit machen wir später mal weiter. Wir haben ja ganz viele Spiele. Ja, ich weiß, Facepalm. Wie bitte? Ihr könnt die Frage ernst im Ernst beantworten und Optik scheint wirklich nicht einfach zu sein. Junge, hast du mal in den Spiegel geschaut? Nehmen wir den nächsten. Hallo, mein Freund. Oh, oh Gott, Gott, ein Fünnenö-Typ. Was malen? Ja, komm. Klassische Malerei. Vervollständige das Medium, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile ist. Oder Spalte erscheint. Die mit einem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. Gelb, gelb, rot, rot, grün, grün, blau stört. Blau ist da doppelt, blau muss nach unten. Blau kann hier nach unten. Ah! Ja, ja. Ja, jetzt sagt nichts, ich bin ganz doof, meine Freunde. Seht ihr? Seht ihr? Mhm.
Macht doch am meisten Spaß. Ja, das sagst du, Ingo. Das sagst du. Aber seht ihr, ich kann ja doch was. Oh, das ist geil. Befriedige mich dann doch etwas. Yay! Oh, mein Studium schreitet voran. 2 von 8. Hallo, ich bin der neue Kryptograf für den Händler und habe mich mit der Entwicklung eines neuen Codierungssystems zur Sicherung von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Ja. Sagenhaft. Wenn es euch gelingt, mein System zu umgehen, bekommt ihr von mir einen Leistungspunkt. Code. Welcher der 4 Symbole vervollständigt die Serie unten? Also hier ganz unten. Man sieht man das? Nee, man sieht meine Maus nicht. Schade. Okay. Also wir haben ein Viereck mit einem Punkt, ein Viereckpunkt oben links. Danach haben wir ein Viereck mit zwei Viereck, ein L und 2 Punkte an den äußeren Rändern. Also ich behaupte das hier. Also das fällt raus, das ganz links. Das passt gar nicht. Entweder das hier oder das hier. Weil wir haben schon mal so ein kleines Rechteck. Und wenn die Punkte tatsächlich dazu addieren, also ein Punkt in der Ecke, ein zweiter Punkt in die Ecke, und dann würde technisch ja die anderen Dinge auch kommen. Oder das hier. Mitte. Nee, oder? Ganz rechts wäre auch. Nee, das ist unlogisch. Es gab bisher in den ganzen unteren Dingern keine geraden Striche. Es gab immer L-Formen oder Punkte. Es gab keine ganzen geraden Striche. Das heißt, es müssen weiteren L-Formen oder Punkte sein. Das ist echt verwirrend, weil wir das große Rechteck hatten wir ein paar Mal und das kleine haben wir auch 3 Mal. Also wenn sich dann technisch aufbaut wie eine römische Zahl, wo bevor die 5 kommt, der Strich davor gesetzt wird, müsste ich jetzt spontan behaupten, kommt wieder ein großes Viereck und die Punkte müssten es sein. Wäre der nächste nämlich mit durchgängig mit den Strichen gewesen wahrscheinlich, ne? Voll gut. Ja, Schnaps und Schrauben. Man reiche mir Schnaps und Schrauben. So, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen über das scheiß Kack-Optik-Rätsel. Die Bibliothek beherbergt so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich. Doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Archivars. Ein kleiner Schmerz, der sich auf den kaiserlichen Zeitalter zurückführen lässt. Schnaps abgelehnt, bekommst nur Eistee. Na, kann ich auch mitleben. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht. 1, 2, 6. Würdet ihr das gerne ausprobieren? Ah ja, Klamm. Alles gut, packen wir es an. Kategorisch besessen. Eins der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Die sind alle falsch eingeordnet. Wir haben. Okay. Also. Treppenbau 1, 2, 3. Treppenbau 1, 2, 3. Keine Treppe. Treppe rauf. Treppe runter. Hügel. Also Höhe, Tiefe, Höhe. Höhe. Hoch, runter und gleich. Also entweder ist es das hier. Hi, Uni. Nee, ist es nicht. Okay. Ja, komm, blödes Buch finden, das kann aber nicht so schwer sein. Oh, ist doch das Dicke?
Nee, jetzt ist nicht. Sag mal, muss ich von der reinen Optik, gibt es vielleicht einen anderen Sockel? Gibt es da irgendwie einen Strichcode drauf oder so? Hat das einer gesehen? Drei, drei, zwei, drei, 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 drei. Okay, dann wäre es hier vielleicht das Grüne. Zwei, 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 zwei. Ist tatsächlich ein Strichcode. Geil. Dann muss es. Hier, wo ist der Zweier? Da, nehmen wir mal. Drei, drei, wo ist denn der Zweier von eben? Hier, da, der Grüne. Haben es gestern gerätselt oder heute keine Ahnung, Hilfe geben. Ja. Da fehlte die Streifen, war's. Ja! Weil man konnte nichts sehen. Wupp, wupp. Geil. Oh, 50 Trinkspiele. Ein Buch, das nicht jeder lesen sollte. Voll gut. Hoffentlich erweist sich das Buch als nützlich. Scheiße, jetzt habe ich Bock auf Schnaps. Danke, Spiel. 50 Trinkspiele. Okay. Okay, Leute, wir haben jetzt hier noch. Wow. Hi, Genologs. Danke für den Follow. So, Leute, jetzt nochmal hier zum lustigen Optikrätsel. Ja, das war klar. Bücher haben ja. Entweder ging es jetzt nach Treppenaufbau oder es muss einen Code auf den Büchern geben. Anders ging es ja nicht möglich. So, dieses scheiß Rätsel hier. Cestrix hat gelacht, er hat es gelöst. Okay, gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Dann schicke ich dich elendigen Lumpen. Toll. Das Problem ist, das Letzte, er muss von unten kommen. Es geht gar nicht anders. Da fällt mir ein. Was fällt dir ein, wenn ich fragen darf? Oh, Fred hat abonniert. Dankeschön. Hast du nochmal die Info dazu rausgegeben? Oder wurde das nicht abgespielt? Das wäre ja noch viel fataler, wenn es nicht abgespielt worden wäre. Warte mal. Funktionieren tut das doch noch, oder? Warte mal hier. Simple Subscription. Na? Tippi-Stream? Subscribe. Fred has resubscribed. Wieso geht der Alarm nicht? Der geht doch sonst wunderbar. Ist eigentlich immer Verlass drauf. Subscribe. Follow subscribe. Ja, ich weiß. Das wundert mich. Why you don't? Wird mir auch angezeigt. Komisch, das erste Mal, dass Tippi das gerade nicht richtig nimmt. Sonst war das immer dabei, Fred. Das ist ja strange. Habe ich ja noch nie gehabt. Strange. Ja, trotzdem danke für den Subscribe. Ging am Sonntag auch nicht. Ja, gestern ging's ja. Ich gehe mal alles vollpissen. Ja. Okay. So, ihr könnt mir aber immer noch helfen. So, der letzte Strahl. Also wir müssen den Scheiß erst hochschicken, meine Freunde. Wenn ich den hier hochschicke und dann wieder. Also ich glaube nicht, dass wenn ich ihn umlenke, er da durchgeht. Falls doch, sehe ich es ja jetzt. Nee, tut er nicht. Okay. Das heißt, der erste Strahl muss irgendwie hier weg.
Aber wie kommt der dann nachher? Also die einzigste Möglichkeit ist ja nachher, dass der Strahl wieder hier hinkommt. Und dann von hier unten. So. Und das wäre technisch so. Jetzt habe ich aber keine Biege. Nee, doch, ist die einzige Möglichkeit. Why not? Ne? Technisch hier rüber, da runter. Dann wird er hier hingehen. Dann müsste ich ihn hier auch noch umlenken. Ich habe nur 6 Kristalle. Kann ich die drehen? Nee, gar nicht, ne? Nein, ich will nicht aufhören. Lass so einen Scheiß doch nicht auf mir sitzen. Ich muss bestimmt welche doppelt benutzen, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hier, sowas in der Art. Verstehe? Wenn ich den jetzt wegnehme? Ne, passt hier gar nicht. Ah! Hier. Und nichts ist passiert. Böp, 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 böp. Aber das hatten wir vorhin alles schon. Lustig wäre das, ne? Aber es funktioniert nicht. Aber ich kann es doch von der anderen Seite vielleicht benutzen. Das wäre auch noch eine Idee. Geh mal direkt hoch. Tu die beiden rechts Mitte. Ich habe jetzt schon gerade wieder auseinandergestückelt. Ich muss ja tatsächlich gerade jetzt einmal nachdenken. Nee, das bringt mir ja auch nichts, ne? Du hattest doch was. Was, was, was? Okay, das ist der Ausgang von eben. Mach das Quadrat. Du meinst das hier? Ja, habe ich. Und nü? So, jetzt habe ich das Rechteck von eben. Darauf willst du hinaus. Aber. Und jetzt? Den rechts Mitte. Hier? Definieren, pass auf. Das hier, fangen wir unten. Hier ist A1. Also A, B, C, D, E, F. Und hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du musst das Rechte mit dem Rechtsmitte tauschen. Oh, yo! Shit! Das Recht! Danke, Oni. Scheiß Lichträtsel, ey. Gut, dass ich euch habe. Tja, ihr habt Leistungspunkte für eure Optik verdient. Yippie! Dafür habe ich die anderen Rätsel ganz furchtbar gut allein gelöst, lieber. Komm, also. Ja, nur dieses doofe Optikrätsel, da war ich zu doof für. Soll ja vorkommen. Also, wenn dann will ich jetzt hier auch alle 8 lösen, ne? So halbe Rätselage gibt es ja hier nicht. Nee, aber mich ärgert das immer noch, dass das bei Fred jetzt gerade nicht angezeigt hat. Repeat in a few seconds. Gestern hat alles wunderbar funktioniert. Funktioniert das wenigstens noch? Das funktioniert. Lustig. Nein, das kotzt. Das finde ich scheiße. Sorry. Weil es bisher echt wunderbar funktioniert hat. Ich war ja bisher echt großer Fan davon. Ne? Es ist aber das erste Mal, dass es nicht funktioniert. Subscribe. Launch. Safe in Launch. Schubsen wir das mal gerade rüber.
Und also wenn es interessiert, da wird es mir angezeigt. Aber hat sich der Code geändert? Das wäre natürlich extrem gay. Der Code geht. Warum willst du das nicht? Ja, aber nein, mich stört das tatsächlich ein bisschen. Ja. Genau. Das war Fred, dein Subscribe. Danke, Fred. Ich hab dir jetzt zumindest einen eingespielt. Das ist wohl nicht, ja, für Sub-Rätsel. so, über. Apropos Dienst, wie wär's, wenn ihr mir einen erweist? Ja, klar, perfekt. Der Händlerrat hat mich mit den Einrichtungen eines neuen Patrouillensystems für die Miliz betraut. Ich habe mich genauestens an seine Anweisung gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde es euch zeigen. Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der sieben Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann nur einen beliebigen Weg folgen, muss aber am Turm 6 auf ihren Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Punkt nehmen. Achso, oh, ich habe zu schnell gedrückt. Gott sei Dank ist falsch. Ich habe zu schnell gedrückt. Ich habe nicht mal eine Sekunde gehabt zum Nachschauen. Okay. Habe ich eine Maus hier? Sieht man das hier? Maus? Nee, sieht man nicht. Wird sie nie an einen anhalten. Sie muss aber alle berühren. Aber wenn sie an der Kreuzung kommt, woher weiß ich denn, ob sie links oder rechts geht? Spontan würde ich sagen B. B bewegt sich rechts zu A. Eigentlich ist das ziemlich einfach. Ich bin gerade überlegen. Ist der Ausgangspunkt die Burg oder das Knöpfchen? Das ist jetzt gerade das, was ich mich frage. Wenn es die Burg ist... Ach, es ging doch darum, welche die nie erreichten, oder? Dann wäre es G. Nie erreichen würde ich behaupten, dass es G ist. Ich meine auch, dass X ist. Also, wenn eine Patrouille würde immer außen rumgehen und nie die Mitte nehmen, dann behaupte ich, ist es G. Nö. Ja, ich lese die Regeln, glaube ich, nochmal. Also, A und G fällt schon mal raus. So, jetzt lesen wir nochmal durch, in Ruhe. Nachdem sie Wachstube X verlässt, okay, X ist Ausgangspunkt, muss jede Patrouille einen der sieben Wachtürme erreichen. Mhm. Die Patrouille kann einen beliebigen Weg folgen, muss aber am sechsten Turm auf ihren Weg halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Turm ist immer Ausgang. Okay. Wenn diese Bedingungen zutreffen, wird einer der niemals die Garnison halten. Okay, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht schon mal nicht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, das geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann der ist doppelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Egal, wo sie lang geht, an welchen würde sie nie ankommen? Also, wenn sie, pass mal auf, sie geht über A, sie geht hoch zu G, 2, geht über F, 3, geht über E, 4, D ist 5, C ist 6, das heißt, sie würde nie bei B ankommen. Nehme ich anders, nämlich gehe ich über F, G, D, C, B, A, würde er nie bei E ankommen. Aber ich glaube, ich muss sämtliche Wege abklettern. Habe ich das richtig verstanden? Und bei welchen würde sie nie ankommen? Obwohl, nee, sie muss beim sechsten anhalten. Heißt das, es gibt nur sechs Felder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sie muss beim sechsten immer anhalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also ich würde jetzt sagen B oder E. Okay, ist es auch nicht. Warum nicht? Ja, also wie gesagt, B oder E war ich jetzt dabei. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der sieben Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann an einem beliebigen Weg folgen, muss aber am sechsten auf ihren Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Dann muss es eh sein. Sag ich doch. B oder E? So. Also gut. Ich mache mich auf, um meinen Bericht für den Rat zu entwerfen. Diese Leistungspunkte für euren Metalleinsatz habt ihr euch reglich verdient. Natürlich haben wir das. So, wir haben Sechse. Technisch könnten wir schon gehen, aber. I can't get enough. Can't get enough. I try to discover a little something to make you sweeter. So. Seid ihr zufällig der Ersatztechniker, den sie geschickt haben, um mir zu helfen? Ja, ich bin Lieutenant Dan. Ne, er war Elektriker, ne? Ihr habt euch ganz bestimmt Zeit gelassen, stimmt? Folgendes: Wir müssen die alten Rohrleitungen in der Stadt austauschen. Er versucht verzweifelt, den besten Entwurf für das Zusammenführen aller Verbindungsstücke zu finden. Also, ja, das können wir dank Bioshock doch eigentlich. Die lassen sich nicht verschieben, aber die, ne? Da sollten wir wohl. Kann ich die. Ah, okay, so kann ich die verschubsen. Ich muss eigentlich doch nur. Die, ah, die dicken kann ich nicht verschieben. Okay. Ich brauche von oben ein Stück. Da. Brauch oben rechts, oben rechts, oben rechts, oben rechts, oben rechts gibt's wahrscheinlich. Doch, da gibt's oben rechts. Nee, oben rechts. Da ist oben rechts. So, und jetzt brauche ich dich da. Oh, technisch. Ach, dass ich über die ganze Karte zieht. Danke.
Zu viel Bioshock. Ja, zu viel Bioshock. Entschuldigung. Bioshock. You know. Bioshock. So. Wie soll ich denn über die ganze. Da gibt's doch nachher einen Leerweg. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist doch schon eine tote Stelle. Genauso wie da. Das ist doch schon gar nicht technisch möglich, weil ich hier zum Beispiel ja nie rauskomme. Oder? Ach, das sind Verbindungsstücke. Ah, alles klar. Hier ist zum Beispiel. Ah, ja, alles klar, Verbindungsstück. Danke. Das ist mein Hinweis. Da sind nämlich die. Ja, aber hier ist doch das Andockstück. Arschloch. Das heißt, von da kommt's. Das Spiel will mich trollen. Du musst die Festen mitnehmen. Ich kann die Festen doch nicht mitnehmen. Hier. Also ja, mitnehmen, ja schon. Ich werde jetzt hier, aber guck mal, hier habe ich zum Beispiel bei dem oben und rechts eine Öffnung. Ich würde spontan behaupten, dass da die Rohre reinkommen. Rechts, links. Du musst die Festen mitnehmen. Rechts, links. Guck mal, ich würde jetzt erstmal so basteln hier. Zack. Da raus. Ich habe kein Gerades mehr, ne? Rechts, links. Aber dann komme ich ja hier nicht mehr nicht rein. Also für mich sind das zumindest so Teile wie hier. Ich kann die doch nicht schubsen, oder? Ne, kann ich nicht. Rechts runter. Das ist der Start? Wie rechts runter? Ach, hier runter. Meinst du so? Ah, okay. Probieren wir das doch mal. Dann wäre das nächste ja logischerweise so. So, der müsste hier hin. So, wo kriege ich jetzt hier noch? Sicher, dass ich nicht hier umlenken muss und dann so? Also. So. Aber das ist hier schon so lang. Das kann nie ein Leben hinhauen. Ich brauche das lange Stück woanders. Ich muss dann hier so lang. Kann sonst nie im Leben hinhauen. Also so würde ich jetzt spontan behaupten. Nein, du wirst hier nicht eine Weile sitzen. Ja. So, 7 von 6. So, Bitch. Dich hole ich auch noch. Ich will die 8. Oh, nice! Sag ich doch. Lass mich doch rätseln, ja? Ja, ich möchte noch erinnern, wie ihr bei Portal gestaunt habt. Also, Portal Story Mail. Tut mir leid, keine Zeit zu plaudern. Viel zu tun. Es sei denn, ihr wollt mir helfen. Ja, klar. Also, alle 500 Jahre treffen sich am Himmel zwei Kometen. Ich würde gerade noch mal was testen. Fred hat geresubbt, ne? Yeah! Danke, Fred. Danke, Fred. Komisch, jetzt geht's alles wieder. Ich habe keine Ahnung, vielleicht der Server kurz gehangen oder so. Ich weiß es nicht. Treffen sich zwei Kometen. Bücher zu dem Thema deuten darauf hin, dass dieses Ereignis heute das nächste Mal eintreffen wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen. Ah, tschüss! Nun leider kann ich nie herausfinden, wo genau am Himmel sie sich sichtbar sein werden. Hier, werft einen Blick auf diese Karte. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keinen der Sterne.
Diagonal ist ja, ne? Also, zum Beispiel hier so. Aber das geht nicht, weil Stern im Weg. Der geht auch nicht. Weil Stern im Weg. Also hier habe ich einen technisch. Hier habe ich eine freie Bahn. Hier habe ich auch eine freie Bahn. Also hier, 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 hier. Und hier habe ich eine freie Bahn. Aber dann würden sie sich nicht überschneiden in einem Quadrat. Außer der würde... Aber immer noch keine Einbildung im Bild. Wie, hier links war kein... Immer noch keine Einbildung? Wie, doch, die Einblendung funktioniert. Hat eben funktioniert, Cesrix. Zumindest bin ich recht sicher, ne? Schauen wir nochmal nach. Oh, super. Doch, funktioniert. Oh, das ist toll, ne? Oh. So, diagonal. Meine Diagonallinie, der hier. Der ist komplett frei. Der hier geht nicht. Der hier geht nicht. Da trifft er auf den Stern. Da trifft er auf den Stern. Die nächste Diagonale. Da geht nicht. Ist die hier. Da ist eine Diagonale. Da, 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 da. Hier ist ein Stern. Da ist frei. Und hier ist auch wieder ein Stern. Also eigentlich ist es hier dies, in diesem Ding genau in der Mitte überschneiden sie sich. Aber sie müssen ja anscheinend durch denselben Quadranten. Ohne einen Stern zu berühren. Und diagonal ist, wie gesagt, von unten links nach oben rechts, von unten rechts nach oben links, etc. Habe ich die... Die Regel lautet, der Komet darf keinen Stern treffen. Und es gibt zwei Kometen. In welchen Quadraten treffen sie sich aufeinander? So, ich habe jetzt, wie gesagt, freie Quadraten, was ich gewählt habe. Ist hier das Feld, das Feld, das Feld, das Feld, das Feld. Das heißt, hier habe ich eine diagonale Linie, wo einer durchfliegen kann, ohne... dass ein Stern berührt. Die nächste freie Diagonallinie ist hier. Aber der eine geht hier durch und der andere geht da durch. Die treffen sich nicht. Also die, der eine ist hier und der andere ist da. Ja, genau. Ne? Probieren wir einfach mal beide Felder. Kann ja dann eigentlich nur einer von den beiden sein. Probieren wir es recht daneben. Ich weiß nicht, woran das ausmacht. Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen. Keinen der Sterne. So, ich habe gesagt, der hier oder der. Warum sind die falsch, Arschloch? So, nochmal langsam. Vielleicht habe ich auch noch was überlesen. Unter einem guten Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Ne? Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keinen der Sterne. In welchem Quadrat treffen sie sich? Wie gesagt, und hier seht ihr auf dem hier einen Stern. So, das heißt, hier die Diagonallinie ist komplett frei. Und die nächste freie Diagonallinie, der geht nicht, da oben ist ein Stern. Hier habe ich ihn gleich schon da vorne. Das heißt, der hier. Und der ist hier und hier. Aber keiner von beiden trifft überein. Versucht die Koordinaten, falls ich Tipp geben soll. Soll ich mal? Dann lass mich noch ein bisschen tüfteln. Ich sehe ja, also es kann ja auch eine kurze Diagonale sein.
Da geht's auch nicht. Von unten links oder von unten rechts. Da ist auch was im Weg. Da ist... Ne, hier. Also technisch hätte ich ja hier noch eine. Aber da steht was im Weg und da auch. Eine? Naja, eigentlich habe ich beide schon gefunden, aber die treffen nicht auf ein Feld. Es geht um dieses eine Feld, wo sich beide treffen. Und es sind meinen Augen, es gibt drei Felder, wo ich die Diagonale habe. Hier, die beiden. Der hier. Und der hier. Es müssen zwei sein. Und keine von den beiden Feldern ist es. Aber die treffen auch nicht aufeinander. Oh, shit. Hier ist er. Ich habe eine Diagonale übersehen. Seht ihr den hier? So, das ist der hier. Weil hier ist auch der. Das muss der sein. Ja. Ah, ich habe eine Diagonale übersehen. Es geht auch ohne Hilfe. Ja? Vielen Dank für... Ich habe einfach eine Diagonale übersehen. Ja! So. Bitch! Kann ja wohl. Wäre noch schöner, wenn nicht. Ne? Stellt euch mal vor. So, Opa. Ja? Hier. Und schreitet eure Studien gut voran. Der Dekan. Tja. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt alle eure Fächer abgeschlossen. Dafür verdient ihr eine extra Belohnung. Natürlich. Hier, bitte. Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Ein Stern. Ernsthaft? Also gut, weiter zum Unterricht. Was möchtet ihr wissen? Rein gar nichts. Deutsche wissen. Nein, natürlich die Magie. Sind ein Volk oder eher eine Kultur, die ihre Blüte vor mehr als 2500 Jahren hatte, als die Welt größtenteils unter Wasser stand. Ein Fleischsternchen, genau. Die Legende sagt, dass ihre magischen Kräfte alles bisher Dagewesen übertrafen. Manche Stimmen behaupten sogar, dass sie die Zeit selbst zu manipulieren vermochten. Dabei handelt es sich vermutlich um Übertreibung ihrer Zeitgenossen, um die merkwürdigen Phänomene zu erklären, die auftraten, nachdem... Wie dem auch sei, nachdem sie das Zeitalter, in dem sie lebten, dominiert hatten, verschwanden sie vor 2000 Jahren vollends. Sie ließen nichts weiter zurück als ein paar Ruinen und viele ungelöste Rätsel. Was möchtet ihr wissen? Die Magie hatten wir doch gerade, oder? Ja, das hatten wir gerade. Okay, dann die Mageliten. Was wir landläufig als Mageliten kennen, sind tatsächlich die berühmtesten Relikte aus der Zivilisation der Magie. Sie sind recht selten, aber gleichmäßig über die verschiedensten Kontinente verteilt. Welchen Zweck sie dienten, ist nicht genau bekannt. Entschlüsselte Schriften erwähnen einen Weg oder Pfad. Aber wohin führt er? Nebenbei bemerkt war es bei der Suche nach einem Mageliten, dass meine ehemalige Professorin, ebenfalls eine ausgewiesene Expertin für die Magie, den Tod fand. Eine wirklich traurige Geschichte. Was möchtet ihr wissen? Das Verschwinden der Magie. Es ist mit Gewissheit das größte Mysterium aller Zeiten. Warum wurde eine so mächtige Zivilisation wie der Magie vor 2000 Jahren vom Erdboden verschluckt? Und auch noch so gut wie spurlos. Nach jahrelanger Forschung muss ich zugeben, dass ich nach wie vor kein blasse Ahnung habe. Was möchtet ihr wissen? Der Professor. Meine alte Professorin war eine führende Expertin für Magie. Sie widmete ihr ganzes Leben der Aufgabe herauszufinden, warum sie verschwand. Ich erinnere mich, dass die Mageliten sie besonders interessierten. Sie glaubte, den Steinwohner eine Kraft inne, die es ihr nach ihrer Aktivierung ermöglicht würde, mehr über die Magie herauszufinden. Sie hatte einen Mageliten entdeckt, den sie glaubte, mit dem Zeitstein aktivieren zu können. Leider wurde sie von den Piraten gefangen genommen, die zu ihrer Zeit auf der Insel hausten. One Piece, oh yeah! Sizer ist spurlos verschwunden. Das war auf der Insel der Magie, jener, die man jetzt die verfluchte Insel nennt. Was möchtet ihr wissen? Oh, der Zeitstein.
Der Zeitstein selbst ist ebenfalls legendär. Es besteht ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Magneten. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Dieses Artefakt ist viel älter als die Magie selbst. So alt, dass niemand erinnert, wann oder warum es erschaffen wurde. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob der Stein überhaupt existiert. Der einzig direkte Hinweis, den ich identifizieren konnte, befindet sich im Archiv der königlichen Familie von Dämonia, das ich besuchen durfte. Der Zeitstein ist offenbar ein großer, runder, schwarzer Stein, in dessen Mitte ein Auge gemeißelt ist. Das Auge sieht interessanterweise dem ähnlich, das vom Propheten verwendet wird. Ein bizarrer Zufall, wenn ihr mich fragt. Aber ich beschäftige mich kaum mit der Welt da draußen. Was möchtet ihr wissen? Eine Flashdeckung. So ist alles klar. Die Insel der Magie befindet sich weit im Osten und ist nur per Boot vom Seeringhafen aus zu erreichen. Sie hat ihren Namen von den Magierunen, die dort gefunden wurden. Piraten ließen sich auf ihr nieder, wurden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt unter mysteriösen Umständen vertrieben. Egal was passiert ist, die Fischer weigern sich, sie zu betreten. Ja, alles klar, wir bauen unsere Sommerresidenz dort auf. Sie glauben, die Insel sei verflucht, daher auch der Name, den sie gegeben haben. Verfluchte Insel. Eine echte Geistergeschichte. Als ob es wirklich welche gäbe. Und zur Insel der Magie zu gelangen, braucht ihr ein Boot. Vergesst nicht, dass nur ein Mitglied der Händler des Händlerrates euch einen Geleitbrief ausstellen kann. Was möchtet ihr wissen? Ich glaube, wir haben alles. Überhaupt gar nichts. Danke, Opa. Ich glaube, wir müssen jetzt entweder ins Schloss. Hatte ich nicht noch irgendwie Schlüssel? Schlüssel zu eurem Haus. Ah ja, zu unserem Haus, ja. Dann gehen wir mal zur königlichen Familie. Ansonsten wüsste ich jetzt spontan... Lass mich da mal rein. Vor langer Zeit war es der Kaiserplatz. Jetzt arbeitet hier der Händlerrat. Die meisten Händler im Palast, nur einige wenige wie Herr Schlammer so wohnen in der Stadt. Ja, da möchte ich gerne rein, Arschloch. War das schon mal jemand im Kaiserpalast? Ja. Oh, wie habt ihr das gemacht? Der Händlerrat hat Zutritt. Okay... Muss ich vielleicht zu Herrn Schlammassel wieder? Hier, du siehst verdächtig aus, Junge. Als ich noch klein war, habe ich auf der Straße von Genua gestellt, aber eine große Katastrophe und sehr steinen, schrecklichen Ort, in dem die Händler und Propheten versuchen, die Macht an sich zu halten. Aber. Und der Smart bringt mich zum Husten, viele krank. Ja, okay. Ja, du hast das letzte Mal gefailt, Junge. Probieren wir es erstmal mit der Kanalisation, falls wir da oben reinkommen. Komme ich da rein? Das wird mir dran. Nein. Okay, komme ich nicht rein. So, Herrn Schlammassel, willkommen. Kann ja nur hier sein, weil wenn ihr hier, wo dann? Ich glaube, hier habe ich auch schon alles weggelootet, ne? So, Herr Schlammassel. Ich möchte den Händlerrat beitreten. Ein Boot. Ihr wollt also zur verfluchten Insel? Das ist ein merkwürdiger Ort. Ich an eurer Stelle würde mich davon fernhalten. Aber wie ihr meint, ihr braucht nichts weiter als eine von mir unterzeichnete Erklärung zur höheren Gewalt, um in See zu stechen. Ja, das will ich haben, Junge. Absalan! Willkommen! Natürlich nicht unentgeltlich. Habt ihr etwas, das ihr handeln möchtet? Ich hätte... Das ist meine Rüstung, ne? Ich habe 50 Trickspiele. Ne, Erz will ich nicht. Mein Gürtel auch nicht. Treueabzeichen. Ach, das ist ein Abzeichen meines Großvaters. Ich dachte, die wären alle in einer großen Katastrophe verloren gegangen. Sie haben ausschließlich ideellen Wert. Überlasst es mir im Austausch für einen Geleitbrief. Oh, habe ich gut geraten. Danke. Er hat ja vorhin diesen blöden Brief für uns gegeben, als wir in der Stadt noch waren und uns rausgeschmuggelt hat, der Typ. Daher bin ich auf den Trick gekommen. Geben wir das nochmal. Bei Nostalgie, Bitch. Nostalgie. So. Alles klar. Auf zur Insel. Wie komme ich hier raus? Die Frage lautet eher, wie kam ich hier rein, ne? Ich glaube, ganz normal durch die Stadttore. Aha! Hinfort! Durch die Stadttore. So. Von da oben kommen wir. Ich bin ja immer... Oh, Lichtung. Geil, hier gibt es eine Lichtung. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Finde ich gut.
So, hier gibt's eine Lichtung. Was kann ich hier Tolles? Nichts. Toll. Ich kann Geld. Ganz viel Geld. Vor allem, das sieht ja noch aus wie ein Weg, ne? Aber ist ja auch nichts. Toll. Wofür haben wir eine Lichtung? Ich glaube, ich würde gerne hier links hingehen, aber ich befürchte, da muss ich einfach noch nicht hin. Also, fahren wir zur Insel. Von hier unten komme ich, glaube ich, ja. Hallo, ich will zum Hafen. Hier, da, Seerehafen. Wir haben jetzt immerhin so eine schöne Karte. Jo, listen! Den ganzen Tag lang Kisten und Fässer zu stemmen ist anstrengend, aber lukrativ. Ein Judenjäger. Als Frau eines Seemanns braucht man Geduld und darf sich nicht zu viele Sorgen machen. Vor allem bei den vielen Geschichten, die die Leute über die verfluchte Insel erzählen. Hast du gut erkannt, Püppchen. So. Nee, 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 das bist du schon wieder, ne? Komm. Alles klar. Ich komme nicht mal ins Haus. Hier, guck mal. Mit dir habe ich noch nicht geschnackt. Das Leben auf See ist kein Zuckerlecken. An Land ist es aber noch schlimmer. Immerhin ist der Captain nicht hier, um uns ins Auge zu behalten. Ja. Richtig, ich bin hier, das ist viel schlimmer. Sie, Leute, sind sehr abergläubisch. Hört euch bloß an, was sie über diese verfluchte Insel sagen. Sie glauben, dass der Geist des grausamen Piraten Robots dort lebt. Niemand weiß, ob es ihn überhaupt gegeben hat. Also, sein Geist. Hornhorn, Bitch, mach die Tür auf. Hier, guck mal, du, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Dieser letzte Sturm hat noch mehr Fluten ausgelöst. Mit jedem Jahr wird es schlimmer. Wenn das so weitergeht, wird der Hafen noch ganz im Meer versinken. Komm, mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. Puh, endlich eine kleine Pause. Der Captain lässt uns schinden, aber Seemann zu sein, ist eine Bestimmung. Das offene Meer ins Unbekannte zu segeln, das ist das ganz große Abenteuer. Wenn er bloß nicht so viel Pranken zu schrubben, Segel zu bergen und Tau zu reparieren wären. Alles klar, on board! Oh, Mama. Da haben noch irgendwelche Leute hier. Ich bin hier, um an Bord zu gehen. Doch der Captain weigert sich auszulaufen. Auf dass der Zorn des großen Zerstörers ihn niederstrecke. Also, Thor's Hammer oder so. Also, nachdem wir angekommen sind, meine ich natürlich. Unterwegs wäre es mir lieber, wenn das nicht passieren würde. Der Junge, entscheid dich. Wenn ihr in See stechen wollt, müsst ihr den Captain fragen. Er entscheidet, wann und wie wir auslaufen und wohin wir segeln. Alles klar, Captain. Kann ich jetzt zwar nicht sehen, aber vorerst darf der Hafen nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl und ich habe fast immer recht. Muss der Geist des berüchtigten Piraten Robert sein. Ich sag's euch, diese Insel vor der Küste ist verflucht. Wenn ihr auslaufen wollt, müsst ihr euch eine Erklärung zur höheren Gewalt von jemandem im Händlerrat holen. Ohne rühre ich mich nicht von der Stelle. In Genua sollte ihr so etwas klar machen können, wenn ihr ein bisschen sucht. Aber billig wird es nicht. Händler sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie Sachen verschenken. Was? Ich hab dich voll und ganz begrüßt. Ey, sag mal, wollt ihr mich heute trollen? Ich so, ja, Salan, alles gut, schön, dass du da bist und so. Und jetzt keine Reaktion. Ja. Jetzt bin ich traurig. Das hat einen Moment. Besonders gut. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja, bitte dich. Ich habe dich lautstark begrüßt. Ja. Hab schön gesagt, dass du da bist und so. Echt. So liebevoll, wie ich dich begrüßt habe hier. Ach, Chat. Oder haben wir heute einen Troll-Chat? Ich warne euch voraus. Auf gar keinen Fall legen wir dort an. Ihr könnt ein Ruderboot nehmen und dann wieder an Bord kommen. Und ich werde höchstens eine Stunde lang auf euch warten. Wenn ihr nicht lebend wieder zurückkommt, ist das euer Problem. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, klar. Okay, also. Wollen wir jetzt auslaufen? Ja, klar. Also gut, auf geht's. Wir haben ein Boot. Ich kann's nicht lenken. Und diese kleine Insel da, soll verflucht sein? Ja, apropos Troll. Guck mal, wer da gekommen ist. Die Trollin höchstpersönlich.
Also, das ist die verfluchte Insel? Ja, die träume ich ja alle, Leni. Der Sanan träumt mich gerade. Also, verfluchte Insel. Eigentlich ganz hübsch hier. Ich hätte meinen Badeanzug einpacken sollen. Frauen. Stunde, Junge. Stunde, mein Arsch. Du Lump! Jawohl, das bin ich. Und stolz drauf. Bambi, was willst du? Das müssen die Magierun sein, die der Dekan in der Bibliothek erwähnt hat. Aber wohin ist der Magnet verschwunden? Ich hoffe, er ist nicht unterm Sand verschüttet. Super Mario! Wüsst ihr zufällig, wie man ihn freilegt? Dann nimm mal eine Schippe in der Hand, Junge. Guck mal, ich hab hier irgendwas. Ich will da draufhauen. Apropos draufhauen. Tu mal was! Ich wette, es gibt irgendwie eine blöde Sache, die ich hier tun muss. Wo ist meine Ocarina, wenn ich sie brauche? Nein, hier geht's runter. Hier muss ich bestimmt wen anschneiden. Ist immer so. Oh, hier, guck mal. Und rechts ist auch noch irgendwas. Seht ihr? Irgendwen müssen wir bestimmt anhauen. Folgen wir doch einfach mal den uns vorgegebenen Weg. Vielleicht finden wir ja was. Wir haben eine Anlegestelle gefunden. Sanan trollt doch nicht rum. Er ist noch genauso lieb, nett und höflich wie Leni. Zu Recht werde ich getrollt, zu Recht. Nein, oh nie wahr. Ich will da oben rauf. Toll. Die Frau kann mir auch nicht helfen. Warum kann mir die Frau nicht helfen? Okay. Dann, tu mal was, Bumbi, sei schon. Ah, Bambi hat's gemacht, jawohl. Weil gestern Schnaps- und Schraubentag war, also ist heute Schnaps- und Schraubengedenktag. Okay. Ach, easy, komm. Das ist ein Push-Rätsel, oder? Seht ihr das, Lifebox? Erinnert ihr euch dieses Augensymbol? Nicht an etwas? Der Dekan hat etwas erwähnt, dass er den Zeitstein nannte. Wo könnte er wohl sein? Weiß einer noch, wo Zeit stand? Scheiße. Ja, wo könnte er sein? Ich will dieses Ding da hinschieben. Ah, warte mal. Mit Schubsen ging mit ihr, glaube ich, ne? Was? Klingt logisch. Also nicht, okay. Der Abo? Der Dekan hat etwas erwähnt, dass er einen Zeitstein nannte. Ja, aber wo ist er denn? Ich komme hier nicht weiter, weil wahrscheinlich hier, wenn ich das Ding da hinten drauf schubse, hier sich der Weg öffnet. Aber wo gab es denn Zeitstein nochmal? Gab es ja nicht... Du wirst doch nicht inkonsequent hinken? Was? Was? Chat, was macht ihr wieder mit mir? Fuck, muss ich erst einen Zeitstein besorgen, damit ich hier hinkomme? Inkonsequenten Chat loben. Chat, was macht ihr? Sanan hat sich beschwert, dass ich nicht richtig begrüßt habe. Hab ich aber. Und dann habe ich ihn nochmal begrüßt. Jetzt bin ich verwirrt. Schrödinger Chat. Ja, das ist wahr. So. Jetzt muss ich nochmal lesen, was der Oppi gesagt hat. Der Dekan. Erstmal fragen wir hier den Putzi nochmal, ob der noch was zum Zeitstein weiß. Nein. Weißt du nicht mehr, was der blöde Opa gesagt hat in der Bibliothek wegen dem Zeitstein? Nein, weiß ich nicht. Ich meine, den hätte irgendwie die Königin oder sowas gehabt.
der Zeitstein. Selbst ist ebenfalls legendär. Weiß allerdings auch nicht. Da fehlt halt die Magie selber, bla 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 bla. Warum es erschaffen wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob der Stein überhaupt existiert. Super, du weißt es nicht mal. Der einzige direkte Hinweis, den sich in Physik konnte, befindet sich im Archiv der königlichen Familie von Dämonia, das ich besuchen durfte. Dessen Mitte ein Auge eingemessen. Das Auge sieht nochmal. Wenn ihr mich fragt, aber ich beschäftige mich draußen mit der Welt. Ja, wo ist denn der scheiß Zeitstein? Hab ich den schon? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Im königlichen Archiv. Und hier oben komme ich, glaube ich, nicht rein. Muss ich mich vielleicht hier irgendwo durchschmuggeln? Durch diese blöden Dinger wieder? Nee, die haben mir das letzte Mal ja verwehrt. Ne? Ein langen Schwertag. Schon komisch. Ich will da rein. Nö, königlich Archiv. Die haben wir das letzte Mal ja auch schon alle abgequatscht. Aber hübsch eingerichtet haben sie das jetzt hier. Muss ich ja mal sagen, ne? Das hier oben waren die Lester-Schwestern. Und hier war... auch nichts. Wo ist denn das scheiß königliche Archiv? Wollt ihr mich denn verrunzen? Hier war ein Händler, glaube ich. Ne? Gürtel brauche ich nicht. Jetzt können wir das verkaufen? Nö, will ich auch nicht. Das königliche Archiv. Das hier war ein Waisenhaus, glaube ich. Ja. Wie komme ich denn hier weiter? Ich komme ja nirgendwo in die Burg rein oder so. Dort wimmelt Kanalisation. Ja, das waren ja die kleinen Mädchen. Voll gut, ey. Ich muss immer noch schmutzeln. So, hier war die Brauerei. Wissen die Mädchen das vielleicht noch? Ich meine nicht, dass hier das königliche Archiv ist, aber... ja, der Schlüssel ist auch nicht verloren gegangen. Oh, das Mädchen wollte irgendwas, ne? Oh, fuck, was wollte die denn mal? Ein Buch, ne? 50 Trinkspiele, stimmt! Ah, stimmt, die wollten ein Buch haben! Oh Gott, die Mädchen kriegen jetzt ein Buch über Trinkspiele. Ihr wisst genau, wie das endet, wenn ihr kleinen Mädchen Schnapsbücher gibt. Oh, ihr habt ein Buch gebracht. Dann wollen wir mal sehen. 50 Trinkspiele? Das würdet ihr einem unschuldigen Mädchen geben. Andererseits wird es sich als nützlich erweisen, wenn wir älter sind. Oh ja. Also, ihr habt euer Versprechen gehalten. Deshalb hier, das ist für euch. Jetzt geht's Stern. So, aber lieber Chat, könnt mir mal helfen, dieses scheiß Teil zu finden. Wo kriege ich denn diesen blöden Stern her? Diesen Stein, den Stern, sorry. Im Archiv der königlichen Familie. Aber es gibt keine königliche Familie mehr. Das McDonald's und hier wohne ich. Aber wo wohnen? Es ist soweit, wir machen erstmal die erste Pause. Liebe Leute. Ne? Oh, warte mal. Wir machen jetzt kurz Päuschen. Gelegenheit für euch, Pipi, was zu trinken zu holen. Und so, ne? 5 Minütchen. Dann sind wir gleich wieder da. Ich mache euch auch... was droppe ich euch denn? Ach, geht's weiter hiermit, ne? Ja, komm. Finde ich gut. Oh, das ist ein guter Song sogar. Komm, bis gleich.